Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation zu den großen Arkanen. Und heute geht es um die Karte, die Liebenden. Und das ist die Karte Nummer 6. Und man sieht ja, wie Adam und Eva quasi vor dem Sündenfall im Paradies sind und drüber ein Engel thront und auf die runterschaut. Und da geht es jetzt nicht nur bei dieser Meditation, wie man oft annehmen könnte, um die romantische Liebe, ja, sondern vor allem eben um auch deine innewohnenden Energien, also deine dir innewohnenden Energien. Das bedeutet, es geht da um männliche und weibliche Energie. Das sind ja so die zwei Pole, die du in dir trägst. Und das ist so das aktive und passive Prinzip, das Fühlen und das Handeln sozusagen. Also wo empfängst du und wo handelst du? Und das schauen wir uns eben heute an, was sich da heute tut und wie sich das entwickelt, nämlich diese Pole in Einklang zu bringen und auch zu vereinen, kann man sagen, dass sich die nicht widersprechen. Okay? Also wir werden eben einen inneren Ausgleich vornehmen. Wann sollst du aktiv werden? Wann sollst du passiv sein? Und das schauen wir uns jetzt an. Also setz oder leg dich einfach mal ganz entspannt hin und schließe deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und erlaube dich mal ganz im Hier und Jetzt, in diesem Augenblick wahrzunehmen. Nimm deinen Körper wahr. Und lass ihn mal ganz zur Ruhe kommen. Und nimm mal wahr, wo du in deinem Alltag männlich bist, wo du sehr aktiv bist. Wo arbeitest du vielleicht Listen ab? Wo hast du vor, Ziele zu erreichen? Wo denkst du viel nach in deinem Alltag? Lass das einfach mal so ein bisschen Revue passieren. Wie sehr setzt du deine männliche Seite in deinem Alltag ein? Und dann erlaube dir das auch mit der weiblichen Seite zu machen. Das heißt, wo bist du denn passiv? Wo empfängst du denn? Wo fühlst du denn? Wo genießt du denn? Und schau dir mal deinen Alltag an. Wo empfängst du? Wo genießt du? Wo fühlst du? Und spür einfach mal rein, welche Seite ist denn da aktiver bei dir? Ist eher die rechte, die männliche Seite aktiv oder ist eher die weibliche Seite aktiv, die linke Seite? Wo hast du das Gefühl, welche dieser Seiten benutzt du mehr? Und nun geht es darum, diese Pole auszugleichen. Das heißt, das Männliche und Weibliche dürfen sich jetzt ausgleichen, wie in einer idealen Partnerschaft. Und als ausgleichendes Prinzip, und das ist jetzt das Schöne, musst du überhaupt nichts machen, sondern du bittest jetzt einfach mal deine geistigen Helfer und Führer um Unterstützung, dass sich der männliche und der weibliche Pol in dir ausgleichen. Und stelle dir das nochmal vor, das Bild einer ebenbürtigen Partnerschaft, wo Mann und Frau auf Augenhöhe sich begegnen können, wo zuerst mal ein absoluter Ausgleich stattfindet. Und nun erlaube dir mal, die Energie der geistigen Welt zu empfangen, dass sie auf deine rechte Seite einfließt und auf deine linke Seite.
dass sich diese beiden Pole, männlich und weiblich, in dir ausgleichen. Du darfst wachsen dort, wo du klein bist. Und du darfst zur Ruhe kommen dort, wo du übertrieben, aufgebläht bist. Es werden jetzt mal sämtliche Erfahrungen aus dir genommen, von dir transformiert, die das Ungleichgewicht, diese Disbalance in dir fördern. Und das sind vor allem auch Themen aus deinem Familiensystem, aus deiner Herkunftsfamilie, väterliche, mütterliche Themen. Und die werden jetzt abgesaugt und lösen sich. Und du spürst jetzt, dass sich dein männlicher Pol und dein weiblicher Pol ausgleichen, immer mehr und mehr. Die Energie läuft durch und du spürst, dass du mehr und mehr in Balance kommst. Wenn du so möchtest, dein Fühlen und dein Denken, dein Tun und dein Ruhen, und in diesem Ausgleich, in dieser Balance, erwacht dein inneres Kind, deine Neugier, deine Motivation und deine unendliche Spannkraft, deine innere Resilienz, der Welt mit frischen Augen zu begegnen. Im Wesentlichen, im richtigen Maß des aktiven und des passiven Seins. Und spüre jetzt mal diesen Ausgleich, wie die Energie durch dich fließt. Wie du dich mehr und mehr in dir selber aufrichtest, wie du bewusster wirst und wie die Durchsetzungskraft, aber auch das Passive, das Genießende sich absolut ausgleicht und du zu dir kommst. Erlaube dir, diese Kraft und diese Stabilität, diese Harmonie zu fühlen. Und spüre deine Entspannung und deine innere Ruhe. Erlaube dir jetzt, in das Paradies einzutreten, und zwar das Paradies des Lebens. Mit dem absoluten Ausgleich dieser Energien kannst du nun die Welt um dich so formen, dass du wieder wie im Garten Eden, wie im Paradies existierst, ohne Konflikt, im inneren Frieden, im absoluten Ausgleich. Spüre jetzt, wie sich eine heile, satte Welt und Natur um dich bildet. Spüre, dass jeglicher Krieg und Konflikt beigelegt wurde und dass du
in deiner Mitte, in deiner Zufriedenheit, absolut bewusst und ausgeglichen dein Leben gestalten kannst. Atme einmal tief für deinen inneren Mann ein, einmal tief für deine innere Frau und ein drittes Mal für dein inneres Kind. Spüre jetzt diese Energien in dir, um dich. Und erlaube dir genau in deinem Tempo wieder zu dir zurückzukommen. Beweg mal deinen Körper, spür mal die Energie, die durchfließt. Und komm dann genau in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spür, dass du wirklich Dinge hinter dir gelassen hast, jegliche Disbalance hinter dir gelassen hast, sodass du jetzt ausgeglichen zwischen aktiv und passiv existieren kannst. Streck dich nochmal durch, beweg deine Arme und Beine und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in den Raum zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Wie fühlt es sich jetzt an, vor allem beim Wurzelchakra, weil wir so dieses Paradies auf Erden so manifestieren wollen, ja auch für dich. Wie spürt sich das an? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wie immer, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns demnächst wiedersehen, ob jetzt bei einem Einzeltermin per Zoom oder live in Linz oder bei einem Workshop. Bis bald aus dem wunderschönen Linz, dein Oliverini. Tschüss.